Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Urlaubsflugsimulator. Ich weiß nicht, ob ich das in der Videobeschreibung als das richtige Game angegeben habe, aber es ist mir eigentlich auch komplett egal, weil das Ganze ist nur optional, das heißt, ich kann dafür nicht belangt werden. Ich habe Ofken einen Flug geskippt, weil es genau der gleiche war. Jetzt haben wir eine andere Strecke, wie ihr oben links schon seht, und eine andere Maschine. Und zwar irgendeine Lufthansa. Ich weiß aber nicht, welche genau. Naja, dann starten wir mal. Request Startup. Hamburg, Delivery. Lufthansa to Echo Papa with Information Golf Request Startup. Lufthansa to Echo Papa, Startup approved, clear to destination. Zurich, via flight recruit, initial climb 4000 feet, squawk 0432. Lufthansa to Echo Papa, startup approved. Clear to Zurich, light plan route. Initial climb 4000 feet, squawk 0432. Lufthansa to Echo Papa, read back correct. Contact ground on 1-1.7 for push and taxi. Lufthansa to Echo Papa, pushback approved. Lufthansa to Echo Papa, ground on 1-1.7. Before start checklist. Before start, gear pins covers. Removed. Signs. On auto. ADIRS. NAV. Fuel quantity. 10,000 kilograms. Altimeters. 1013 50 feet. 1013 50 feet. Down to the line. Below the line. Windows, doors. Closed. Parking brake. On. Before start checklist completed. Ground from cockpit. Go ahead. Confirm steering pin inserted. So, haben wir jetzt natürlich das Gespräch überstanden. Wir wechseln in die Außenansicht. Da seht ihr es mal, wir haben eine größere Maschine. Da steht es nicht. Einen Airbus A320 fliegen wir. Von der Lufthansa. Aha. Drücke H, um die Parkbremse zu lösen. Machen wir das mal. Brakes release, request pushback. Lufthansa to Echo Papa, request pushback. Was mir auch gerade auffällt, wir haben hier ja noch eine Anzeige extra. Ready for pushback. Pushing back. Ach, jetzt werden wir pushgebackt. Ach, geil. Immer so schön, wenn keine Musik da ist, die ich eigentlich gerade etwas lauter gestellt habe. Keine Geräusche sind. Ach, immer schön. Aha, von der Passagierkamera. Lol. Da sehen wir unseren Kurs. Da irgendwo muss der Autopilot sein. Ich habe aber keine Ahnung, welcher Knöpfe diese da ist. Aber ich weiß, dass es der Autopilot da vorne ist. Ah. Parking brake set. Remove towing system and steering pin. Towing system and steering pin removed. Ground from cockpit. Ready for engine start. All engines clear. Engine 1 start. Jetzt haben wir ja mehrere. Hä, lol. Triebwerk 1. Wird gestartet. Alter, sind die Sounds geil. Kann ich bitte das zweite Triebwerk starten? Vielleicht gleich mit. Engine 2 start. Also ich bin mir ja nicht sicher. Flight Control Check. Aber ich glaube, solange auf Vorderparkposition sollte man nicht rumstehen auf dem echten Flughafen. Rudder. Full left. Was labert die? Full right. Neutral.
After start checklist. After start. Anti-ice. Off. ECAM status. Checked. Trim. 30.2% set. Zero. After start checklist complete. Request taxi. Ground. Lufthansa 2 Echo Papa. Request taxi. Lufthansa 2 Echo Papa. Follow the greens holding point the runway. Right side clear. Left side clear. Taxi. Ja, jetzt fahren wir los. Hoffe ich zumindest. Ladies and gentlemen, we would now like to acquaint you with our safety procedures. Your seatbelt is fastened and unfastened like this. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen mask will automatically drop down from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen, cover your mouth and nose with the mask, and then secure it by pulling the elastic strap over your head. Then assist any children and people who require assistance. There is a life vest under every seat. When instructed to do so by the crew, pull the vest over your head, attach the straps at the front, then pull the straps tight. Just before leaving the aircraft, inflate the vest by pulling the red tabs. If you leave the aircraft through an emergency window exit, Before takeoff checklist. Before takeoff, flight control. So Leute, und während die da im Hintergrund noch irgendwas labern, das sind unterschiedliche Missionen, deshalb muss ich hier immer cutten an dieser Stelle. Ich wollte euch das nur mal jetzt so live sagen, damit ihr das auch wirklich seht. Flex 42. ECAM Memo. Take off no blue. Down to the line. Below the line. Take off runway. Runway full length. Runway full length. PAX. On engines. Before takeoff checklist complete. Lufthansa 2 Echo Papa. Contact tower on 118.775. Lufthansa 2 Echo Papa. Tower on 118.775. Tower. Lufthansa 2 Echo Papa. Holding short. We are ready. Lufthansa 2 Echo Papa. Line up and wait. Lufthansa 2 Echo Papa. Line up and wait. Cabin crew, prepare for takeoff. Lufthansa 2 Echo Papa, clear takeoff. Lufthansa 2 Echo Papa, clear takeoff. Takeoff. Ja, 2 Millionen Jahre später sind wir dann auch soweit. Thrust set. Man merkt schon, dass die Träger ist hier. 100 Knots. Check. We won. Rotate. Jetzt bin ich mal gespannt, wie träge das hier funktioniert. Naja. Positive climb. Gear up. Gear up. Oh, die Sounds. Oh, das reagiert träge. Ja! Echo Papa, contact departure 125, das war 8, bye. Lufthansa to Echo Papa, departure 125, das war 8, bye. Departure hello, Lufthansa 2 Echo Papa, passing 1000 feet, climbing 4000 feet. Lufthansa 2 Echo Papa, hello, climb initially flight level 110. Lufthansa 2 Echo Papa, climbing flight level 110. Ich müsste ich mal diesen Flugcontroller vom Controller von meinem Bruder holen. Altimeters. Standard flight level 51. Standard flight level 51. Ah ja. Das muss ich natürlich. Ah, jetzt sieht man auch die die Dings. Die Fluglichter. Bei der kleinen Propellermaschine hat man die, glaube ich, nicht gesehen. Lufthansa 2 Echo Papa, continue climb flight level. Lufthansa 2 Echo Papa, continue climb flight level 310. Ladies and gentlemen, as turbulence can occur unexpectedly at any time, you are required to have your seatbelt fastened cool. Whenever you are seated. This also applies if the seatbelt signs are switched off. Und gehen wir wieder ein bisschen Richtung Kurs. Nicht abstürzen, aber ein bisschen mehr Richtung Kurs, bitte. Danke.
kann es sein, dass es irgendwie schneller geht, die Reiseflughöhe zu erreichen? Ja, oder die ist halt wohl. Weiß ich nicht. Davon ist, glaube ich, schon das Ende, oder? Oder? Nee, schade. Ach, aber da oben ist das Ende. Wow. So Leute, das war's mit dieser Folge. Tut mir leid, das ist so mitten im Flug. In der nächsten geht es dann hoffentlich an dieser Stelle weiter. Lasst ein Abo da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Vergesst natürlich nicht, die Glocke zu drücken, zu aktivieren, wie man es nimmt, um keine weiteren Videos von mir mehr zu verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal.